Wenn du mit deinem Pixel ein Video aufnehmen möchtest, öffne die Kamera-App oder drücke zweimal auf die Ein-Aus-Taste oben an der rechten Seite des Smartphones. Du kannst unten über das Videosymbol in den Videomodus wechseln. Tippe auf die Aufnahmeschaltfläche, um die Aufnahme zu starten. Zum Beenden der Aufnahme musst du noch einmal auf die Aufnahmeschaltfläche tippen. Wenn du deine Videos ansehen möchtest, tippe links neben der Aufnahmeschaltfläche auf die Schaltfläche für die Fotovorschau. Tippe auf Wiedergabe, um das Video abzuspielen. Alternativ kannst du auf dem Startbildschirm die Fotos-App öffnen. Videoeinstellungen wie Blitz, Auflösung und Videostabilisierung kannst du anpassen, indem du links unten auf das Symbol Einstellungen tippst. Wenn du ein Video in Zeitlupe aufnehmen möchtest, tippe unten auf Zeitlupe. Die Standardeinstellung für die Zeitlupe ist ein Viertelmal. Wenn du ein Video in extremer Zeitlupe aufnehmen möchtest, tippe unten rechts auf das Symbol Bearbeiten. Tippe im Sucher auf ein Achtelmal. Wenn du Schwenkbewegungen aufnehmen und wie in einer professionellen B-Roll-Szene verlangsamen möchtest, tippe unten auf Kinoeffekt. Wenn du Videos mit unscharfem Hintergrund wie im Kino aufnehmen möchtest, tippe unten auf Weichzeichnen. Du kannst den Fokus ändern, indem du auf das Motiv im Sucher tippst. Mit der Videooptimierung kannst du die Qualität, Farbe und Details deiner Videos verbessern. Wenn du diese Funktion nutzen möchtest, tippe auf die Einstellungen und aktiviere Videooptimierung. Direkt nach der Aufnahme kannst du das Originalvideo in der Fotos-App wiedergeben, bearbeiten und teilen. Das optimierte Video benötigt mehr Zeit für den Upload und die Verarbeitung, je nach Dateigröße und Geschwindigkeit der Internetverbindung. Sobald du das optimierte Video in der Fotos-App ansehen kannst, erhältst du eine Benachrichtigung. Das optimierte Video ist mit dem Symbol für die Videooptimierung gekennzeichnet. Wenn du Videos bei Nacht mit hoher Qualität aufnehmen möchtest, tippe auf Nachtsichtmodus. Im Nachtsichtmodus wird automatisch die Videooptimierung aktiviert, um die Beleuchtung, Farben und Details zu verbessern.